alle zusammen, mein Name ist Marian Schauten von Flowers by Schauten und heute pimpen wir den Stacheldraht auf. Wie ihr wisst, liebe ich Stacheldraht, egal ob es in meinen Adventsvideos war oder in meiner Vase, wie man die schön stecken kann, wie hier oben. Oder jetzt zeige ich einfach mal was anderes, was man schön mit dem Stacheldraht machen kann, weil den pimpen wir einfach mal auf. Und dafür habe ich schöne Materialien mitgebracht und ich zeige euch erstmal, welche ich mitgenommen habe. Red Piano, Schneebären, Mondkapsel, Hortensie, Federn, Fasanfedern, ein Röhrchen. Hier habe ich einmal einen Übertopf, so ein kleines Krönchen und da habe ich schon einen Stacheldraht reingepflanzt. Alles ein bisschen niedriger. Ich habe die jetzt nicht ganz nach oben gesetzt, weil hier oben wird es noch schön ausgeschmückt. Und dieses Röhrchen, was ihr einfach beim Floristenhandel kriegen könnt, pieke ich einfach hier hinein, schneide die Spitze hier vorne so ein bisschen ein, weil dann kann ich danach ein paar mehr Blümchen reinmachen. Macht einfach Sinn. Bisschen gefährlich hier, was ich mache. Dann habe ich diese Hortensie, die ist schon leicht angetrocknet. Die muss gar nicht unbedingt mit Wasser versorgt werden. Also werde ich die einfach eben andrahten. Ich muss meinen Draht langsam mal nachräumen. Aber ich habe noch einen dicken Draht, damit kann ich den auch andrahten. Gabel den, wickele das drum zu, schneide das mit der Drahtschere ab und pieke das einfach hinein. Hier seht ihr das einmal. Ich habe nicht die richtige Drahtstärke genommen. Aber da müsst ihr jetzt einfach mal drüber hinwegschauen. Und et voilà, kriegt schon dieser Stacheldraht eine kleine Haube. Dann habe ich diese wunderschöne Red Piano, eine wunderschöne Freilandrose mitgenommen. Die schneide ich einmal schräg an, weil die muss mit Wasser versorgt werden. Und ihr seht, mit wenigen Handgriffen hat man wirklich ratzfatz eine schöne Deko. Diese Schneebären, ja, manche werden sagen, rot, rosa, passt das zusammen? Ich finde, das passt sehr, sehr schön zusammen. Sieht man jetzt auch immer wieder mehr in Brautsträußen, dass man einfach ganz dunkelrote Blumen mit Rosé oder weißen Blumen kombiniert. Und das finde ich sehr, sehr schön. Die pieke ich damit hinein. Dann werde ich dann noch ein, ja, kleines Stückchen Hortensie mit dran setzen. Ich zeige einmal, wie ich das drahte. Vielleicht doch mal hier. Guck mal. Setze die hier dran und drahte das einfach mal. So. Und dann pieken wir einfach die Hortensie noch in die Pflanze hinein. Dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Kreation. Trend 2017 ist wieder Federn, deswegen habe ich einfach schon mal ein paar Fasanfedern mitgenommen, um die Sache noch ein bisschen interessanter zu gestalten, den Trend für ja, Herbst, Winter schon mal nachzugehen und ich finde, das pimpt die Sache auch noch ein bisschen auf. Ja, ich hoffe, euch gefällt meine Kreation. Wenn ja, dann dürft ihr das gerne liken und auf den Daumen nach oben drücken. Und ich freue mich immer über Tipps und Anregungen von euch, was ihr gerne sehen möchtet. Also schreibt mir bitte in den Kommentaren. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald. Tschüss! Und für die Leute, die es noch ein bisschen verspielter mögen, können auch noch ein bisschen Bouillonblatt drüber legen. Und wenn ihr noch mehr Tipps sehen möchtet und Videos, klickt einfach hier unten und hier oben gibt es ein Abo.